Moin zusammen. Wir sind heute bei der Firma Traktat und wir holen heute unsere neuen Gülleauflieger ab und wir holen heute auch einen neuen LKW ab, beziehungsweise einen LOF. Den schwarzen da, den haben wir uns jetzt nicht dazu geholt und wir haben auch zwei 30 Kubik Güllezubringer dazu, weil wir dieses Jahr relativ viel Gülle zubringen müssen. Die Firma Traktat hat uns ja letztes Jahr auch ganz schön viel begleitet, hat uns ja gut Maschinen parat gestellt, weil wir dann relativ viel Spitzen brechen mussten und da konnten wir immer auf die Firma Traktat zurückgreifen. Und dieses Jahr machen wir das wieder und starten dieses Jahr mit der Güllesaison und haben uns für den schwarzen dieses Jahr entschieden. Diesmal ein TGX. 18510 mit 510 PS und 30 Kubik Gülletonne hinter. Den silbernen MAN, den hatten wir letztes Jahr auch schon und den fahren wir dieses Jahr auch weiter. Dafür haben wir uns jetzt dieses Jahr auch wieder ein Güllefass geholt vorübergehend. Das haben wir jetzt die nächsten 6 Monate, die beiden Fässer. Und danach holen wir uns dann wieder 2 Mulden dazu. Warum machen wir mit Firma Traktat? Weil ich der Meinung bin, dass wir durch diese hohe Flexibilität, die Firma Traktat uns liefern kann, viel kürzere Wege und kürzere Einsatzzeiten bewerkstelligen können. Genauso ist das gleiche halt auch mit Problemen. Falls die Maschinen mal Probleme haben, ist das relativ entspannt. Man ruft einfach hier bei dem Lars oder bei der Katja im Büro an, sagt so und so sieht das aus, Reifen runter oder die Maschine schmeißt irgendeinen Fehler. Und eigentlich 10 Minuten später kriegt man dann auch schon irgendwie 3 Termine vorgeschlagen, wo man nicht relativ schnell zur nächsten Station, wo halt Firma Traktat ihr Kundenkonto hat, einfach hinfahren kann und dann kriegt man entweder einen neuen Reifen und oder einem wird einfach geholfen. Ist relativ entspannt und darum arbeiten wir so viel mit Traktat zusammen, weil uns das auch relativ viel Arbeit abnimmt, das Ganze. Und zu dem anderen sehen die Maschinen doch einfach geil aus. Also kann man so sagen, oder? Ja, ist so. So. Lange Rede, schmaler Sinn, zeigen wir euch das Ganze mal. Warum haben wir uns für die Fässer entschieden? 30 Kubik, nicht so hoch, nicht zu lang. Vordere Achse, erste Achse geliftet, letzte Achse gelenkt. Und was mir an den Fässern, gerade bei den beiden, relativ gut gefällt, ist die Steuerung an dem Ganzen. Die Steuerung ist nicht eine intelligente Steuerung, die kann nämlich relativ einfach. Man muss dem Fass einfach nur sagen, was man gerne möchte. Weil wenn man jetzt sagt, wir wollen nur absaugen, dann drückt man den Knopf für die Absaugung und er öffnet die Schieber so, wie er sie öffnen muss, damit dem Fass nichts passieren kann. Das gleiche ist beim Ansaugen, Reinsaugen und beim Entladen durch die Pumpe genau gleich gesteuert. Also das heißt, Knopf drücken, Schieber gehen von alleine auf und zu, Belüftung. Und vom Trackstutzen und oder von dem Ansaugstutzen. Ist relativ einfach gehalten. Funktioniert aber super. Ja, und ansonsten gibt es jetzt fast gar nicht mehr viel zu erzählen. Hat mal wieder einen coolen Aufkleber gekriegt. Und das war's. Was vielleicht auch ganz gut zu wissen ist, was ich auch noch gar nicht so intensiv wusste, aber die Firma Traktat alleine hat 280 Einheiten. Davon sind 53 Güllefässer zu mieten. 53 ist schon auf jeden Fall eine Schlagkraft. Und sie haben nicht nur in Lichtenfels bei Korbach einen Standort, sondern auch noch in Goch am Niederrhein. Und von daher relativ breit verbreitet, würde ich sagen. So, wir müssen jetzt auch relativ schnell wieder weiter. Wir müssen jetzt nicht noch zur Reifweise nach Korbach. Und was da gleich kommt, das könnt ihr euch gleich reinziehen und glaubt mir, Leute, es wird relativ nice. Moin zusammen, ein zweites Mal. Wir sind angekommen bei der Raiffeisen Wagen GmbH in Korbach. Der Standort hier hat ca. ich habe gerade eben gefragt, 18 Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter hier in Korbach haben uns die letzten 2 Wochen unterstützt. Denn wir haben nämlich was vorbereitet für euch, beziehungsweise hat die Firma Fingerhutfolierung, die hat euch was vorbereitet. Wir haben ja vor 2,5 Wochen circa hat Philipp eine kleine Story gemacht, wo er mit dem 828 spazieren gefahren ist. Und der war ja nun ein bisschen unterwegs. Und dann war der Trecker auf einmal weg. Und dann war der Trecker ein bisschen länger weg. Und dann war der Trecker auseinandergebaut. Da waren die Felgen weg. Und dann war eigentlich so ziemlich fast alles einmal an der Karre weg. Und jetzt ist aber auch alles wieder dran an der Karre. Und ihr müsst euch das einfach angucken, weil die Firma Conti und M&H, die haben da zusammen sich was überlegt.
Vorab möchte ich mich natürlich erstmal nochmal bei den Mitarbeitern der Raiffeisen Waren GmbH bedanken, die uns hier die letzten zwei Wochen ziemlich unterstützt haben. Und natürlich auch bei der Firma Fingerhut, die sich hier in 55 Stunden Arbeit die Mühe gemacht haben und so viel Detail und Energie da reingesteckt haben in das ganze Projekt, was wir so auch noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, das hat man so auch noch nicht wieder gesehen. Des Weiteren natürlich auch bei der Firma Continental, die uns da auch unterstützt haben und gesagt haben, komm Fidim, wir machen das jetzt mal. Wir wollen auch mal was anderes machen. Und ja, Jonas zeigt euch jetzt mal, was wir da produziert haben. Viel Spaß. Die Firma Fingerhut ganz schön was zusammengezaubert, würde ich sagen. Gibt es auf jeden Fall kein zweites Mal und ist auch ziemlich nice geworden, finde ich. Und sie haben sich auch verdammt Mühe gegeben und sind auf so viele kleine Details eingegangen. Das ist eigentlich ziemlich der Wahnsinn, denn alleine das Motorhaubenschloss, tach, einfach komplett mit Schwarz. Wahnsinn. Die haben sich echt verdammt Mühe gegeben und die Felgen, ja, Wahnsinn. Sie werden zwar nie wieder so glänzen, aber es ist einfach trotzdem mega krank geil geworden, mega cool. Was natürlich ein absolutes Highlight ist, wo ich jetzt natürlich wieder nicht hochgeklettert komme, aber das komplette Dach, inklusive Luke, Decke, allem, ist auch schwarz geworden. Was natürlich schon ziemlich nicer Shit ist. Kann man nicht anders sagen. Und freut mich auch auf jeden Fall mega. Und ich freue mich auch schon mega drauf, wenn wir damit einfach durch die Gegend fahren, weil es halt absolut selten und was will man sagen? Ist halt einfach geil geworden. Und da uns ja auch jetzt mittlerweile immer sagt, schwarz ist langweilig, weil schwarz hat ja mittlerweile jeder, haben wir uns gedacht, machen wir einfach ein bisschen was anderes, weil gibt's ja halt auch noch gar nicht. Und von daher in Conti-Farben. Mega. So, nochmal ganz kurz zum Reifen. Im letzten Video habe ich euch ja eigentlich schon eine ganze Menge dazu erzählt. Aber hier nochmal ein kleiner Crashkurs. Wir haben hier von Continental den Traktor Master verbaut. Das ist ein Mischreifen für Straße und für Acker. Und was den Reifen wirklich extrem hervorhebt, ist der geringere Spritverbrauch und die wirklich extreme Laufruhe, die dieser Reifen hat. Also man kann wirklich ganz entspannt damit fahren und man hat auf jeden Fall keine Erschütterungen oder ähnliches. Das geht bei dem Reifen hier echt wunderbar. Und was wir jetzt auch noch nachträglich verbaut gekriegt haben, ist oben in der Kabine. Neben unserem absolut geilen Teppich. Das ist schon Wahnsinn, oder? Dieser Reifen, der Reifen sei schon. Der Teppich, mega geiler Schramm. Ist auf jeden Fall auch selten. Wow. Ja, ne? Zudem hat uns Conti auch das Reifenkontrollsystem verbaut. Mit dem Reifenkontrollsystem können wir jetzt einfach relativ spontan auch immer schauen, erstens, wie ist der Reifendruck und zweitens, wie ist die Reifentemperatur.
Der Druck natürlich ganz klar für uns gerade, für wenn wir damit ackern, Scheibenenge, Grubber oder ähnliches, dann lassen wir den Druck gerne ab und können damit auch ganz genau kontrollieren, auch mal zwischendurch, wo ist der Druck wirklich, müssen wir noch was auffüllen, müssen wir vielleicht was ablassen, können wir damit relativ gut, und falls mal doch irgendwie ein Nagel oder ähnliches was drin ist, können wir es da nicht auch relativ schnell sehen und erkennen und können auf jeden Fall schneller agieren, falls irgendwas ist. Ja, der Tag geht vorbei, ihr seht die Karre. Mega geil geworden auf jeden Fall. Schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Design findet. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall einzigartig. Und denkt dran, auf jeden Fall mal auf die Conti-Seite gehen, bei Insta mal liken und abonnieren. Und ja, mal schauen, was demnächst noch so passiert. Es kommt auf jeden Fall noch was. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis demnächst. Macht's gut.